wie man mit YouTube Reichweite aufbaut und Kunden gewinnt. Ja, das ist das Thema von unseren Kunden, und zwar vom Chris und vom Jonathan. Ich bin Markus Baulig und ich bin gerade auf dem Weg zu den beiden nach Frankfurt. Beide haben ihr Büro bezogen in Frankfurt und ich lasse mir das natürlich nicht nehmen und werde jetzt mir dieses Büro mal ansehen und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wieso gehen die denn alle zu Fuß? Haben die keine S-Klasse oder was? Ist aber schön hier, oder? Bei den ganzen Hochhäusern. Ich bin echt so froh, dass ich dieses Auto nicht selber fahren muss, wenn wir in den Park und Tiefgarage reinfahren. Das ist mir einfach zu groß, das Auto. Machen wir mal los, oder? Sollte ja nicht so schwierig sein zu finden, ist ja ein Hochhaus, ne? Einzige Frage, die ich stelle, sollen wir direkt rüber gehen oder sollen wir noch eine Runde ein bisschen Scooter fahren, ein bisschen mit dem Lime-Roller? Wie war deine Fahrt? 5 Sterne. War super. Spaß gemacht. Ich glaube, dieses Ruckeln, wenn man mit diesem Roller fährt, ist nicht so gut für die Uhr. Aber es ist kein Problem, man kann sich einfach eine neue kaufen. Er hat dieselbe Rolex Zeit gehabt wie ich. Direkt ein kaufkräftiger Kunde identifiziert worden innerhalb von einem Blick. Das war eigentlich ganz gutes Learning gerade. Da, wie gesagt, dass jemand vorbeigelaufen hat, dieselbe Uhr gehabt wie ich. Und daran siehst du halt sofort, okay, wenn der eine Uhr trägt, der hat einen gewissen Preis, der hat einen gewissen Wert, dann weißt du auch, okay, kann man es nicht einfach so kaufen. Das heißt, er muss irgendwie was machen. Entweder er ist eine Führungskraft, gut verdienend, oder er hat ein eigenes Unternehmen. Ja. Eine von den beiden Varianten wird es wohl sein. Oder er ist Experte für irgendwas und hat sich irgendwann mal Geld in diese Uhr investiert oder sonst. Irgendeinen Zusammenhang gibt es. Das ist ganz gut, wenn man das sofort sehen kann von außen, weil wenn du keine Ahnung von diesen Themen hast, dann siehst du es halt nicht. Und im Unternehmertum ist es halt sehr, sehr häufig so, dass halt viele Unternehmer irgendwie auch und Unternehmerinnen auch irgendwie auf Uhren stehen. Das ist ein guter Indikator, um auch direkt bewerten zu können, ob jemand vielleicht kaufkräftig ist oder nicht. Es ist am Ende des Tages nicht kriegsentscheidend, weil natürlich können auch Leute Uhren anhaben, die nicht echt sind, oder sie haben die Uhr, eine Uhr an, die ihnen gar nicht gehört oder was auch immer. Aber es ist ein Indikator, und ein Indikator gepaart mit vielleicht dem Verhalten von der Person hilft halt, um zu erkennen, okay, das könnte ein Unternehmer sein oder nicht, ein potenzieller Kunde eben oder nicht. Ja, auf sowas sollte man halt einfach achten. Also hier ist das Büro, soweit ich weiß, in dem Gebäude. Da gehen wir jetzt mal rein und suchen mal die beiden Jungs. So, dann. Das ist übrigens hier Chris, ja, von dem ich ihm erzählt habe, der uns hier eingeladen hat. Ich habe ihm schon ein bisschen über dich erzählt. Du warst früher Ingenieur, oder? Ich war früher Ingenieur, genau. Ich war früher Jonathan Ingenieur. War der Physiker. Ja, Jonathan hat im Labor gestanden und ich war schön im Konstruktionsbüro, habe dort Autositze konstruiert, habe Excel-Listen geschoben, habe Autositze getestet an der Anlage, das heißt aus so einem riesen Schlitten. Ja. Und jetzt haben wir komplett das Business. Und jetzt macht er YouTube. Jetzt machen wir das Thema YouTube. Genau. Lass mal hochgehen, oder was? Dann gehen wir mal hoch. Im Prinzip, ihr hattet ja schon 5-stellige Monatsumsätze, glaube ich, gehabt, als ihr gestartet habt. Ne? Ja. So ein niedriger Bereich, 10.000 bis 30.000 Euro, glaube ich mal so. Ne? Mhm. Und jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wo steht ihr jetzt? Jetzt pendeln wir immer so um die 100.000. Also 100.000. Also im Schnitt immer 100.000 Euro Monatsumsatz. Ja. Und das innerhalb von, ich glaube, ich habe geguckt, ihr wart seit Januar 2020 bei uns. Also wirklich aus der Studentenbude aufgebaut, das Ganze aus dem Homeoffice. Und dann halt wirklich angefangen, mal zu systematisieren, wie geht überhaupt Vertrieb. Das war so der erste Knackpunkt bei uns, dass wir einfach wirklich, wenn eine Anfrage reinkam, dass dann auch jeder wusste, was er machen sollte. Weil das war am Anfang halt komplett Chaos. Also da haben wir über E-Mail verkauft oder nur am Telefon. Das war halt natürlich auch für uns eine Sicherheit, die uns halt mitgegeben hat, dass wir einfach ein Konzept haben. Was machen wir denn, wenn ein Lead sich bei uns meldet? Was ist dann der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Der dritte? Bis halt zum Onboarding in unser Programm. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir innerhalb von kürzester Zeit halt die Umsätze so schnell nach oben hebeln konnten. Ja, ich glaube, vernünftig qualifizieren, das war der erste Schritt. Also einfach nicht mehr jedes Verkaufsgespräch führen, sondern einfach
ja, mal schauen, wer will denn überhaupt jetzt bei uns starten? Oder wer. Also ja, doch die Mittel, finanzielle Mittel zum Beispiel oder. Genau, genau. Auch den Bedarf. Richtig, das hat wahnsinnig viel Zeit eingespart und natürlich auch Nerven. Das hat Zeit eingespart, dass da, ihr habt Qualifizieren hinzugefügt zum Vertriebsprozess, ja, und habt dann weniger Arbeit gehabt. Ja, ja, natürlich, genau. Weil es ist halt immer viele, die so hier so Videos schauen, denen ist das eigentlich so klar, dass man Vertrieb, wenn man ihn nicht kann, viel anstrengender ist und schwieriger und frustrierender auch, ne, als wenn man eben diese Prozesse so implementiert, wie das Qualifizieren zum Beispiel. Wer macht die Verkäufe? Du, ne? Und bist jetzt ein Verkäufertyp geworden? Ja, auf jeden Fall, weil am Anfang, wir hatten das ja nicht im Studium, da gab es jetzt keine Vorlesung Verkauf, auch nicht in meinem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, sondern ich habe mich dann auch erstmal so davor gefürchtet, boah, jetzt muss ich irgendwie Vertrieb lernen, ich bin sogar noch ein bisschen introvertierter, das heißt, jetzt muss ich mit ganz vielen Leuten reden und die überzeugen, dass unser Angebot das Beste ist, und wenn durch das System, was ihr uns halt an die Hand gegeben habt, ist mir das halt viel, viel leichter gefallen, weil ich einfach die ganzen Sicherheiten bekommen habe, und es hat ja dann auch funktioniert, weil ich dann einfach gesehen habe, da kommen qualifizierte Leads ins Beratungsgespräch rein. Ich gehe das Skript Schritt für Schritt durch, mache dann die Einwandbehandlung in den seltensten Fällen oder und dann wird der Vertrag abgeschlossen und das war es eigentlich, das Ganze. Und vorher hat man sich gedacht, oh, jetzt muss ich tausende Bücher lesen, vielleicht sogar aus Amerika, die vielleicht eine ganz andere Kultur auch haben, wo das auch ganz anders funktioniert als hier, sondern wir haben einfach ein System bekommen, was ja nachweislich auch funktioniert hat bei uns. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur mehr von diesen schönen, netten Reports hier rausschicken, auch eine Strategie aus dem Training von euch, die wir halt gelernt haben, dass wir einfach auch systematisiert die Anfragen reinbekommen. Das heißt, dass wir eben halt nicht auf Hoffnungsmarketing angewiesen sind, sondern wir können einfach wirklich die Uhr danach stellen, wie viele Reports wir rausschicken, und dann dauert es halt ein paar Wochen, bis dann die ersten Anfragen kommen, vielleicht auch manchmal nur ein paar Tage, und dann wird qualifiziert und dann wird halt geschaut, wann kommen halt die Verkaufsgespräche. Hättet ihr vorher gedacht, dass ihr so eine Offline-Marketing-Strategie mal anwenden würdet in eurem Leben, um Kunden zu gewinnen? Ja, erstmal nicht, nee, klar. Also ich hätte es nicht vermutet, wer denkt denn schon, dass das Sinn macht, Post rauszuschicken, aber das ist halt so jetzt, wo es das Internet gibt, aber es ist halt einfach günstiger und zielgerichteter. Also es ist halt einfach in unserer Situation zumindest die beste Strategie. Woher kennt ihr euch eigentlich? Also ihr kennt euch aus dem, wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? Was ihr gesagt habt, wir machen jetzt hier ein Business. Ungefähr 2017, irgendwann war das, glaube ich. Also wir beide so die ersten Schritte in der Online-Selbstständigkeit gemacht haben. Noch überhaupt keine Ahnung von nichts hatten. Und da haben wir uns dann kennengelernt über so eine Facebook-Gruppe. Da ging es so ein bisschen um Business. Und damals war das halt noch so in der wilden Zeit von 2017, 2018. Da hat man noch so gedacht, man baut jetzt ein Online-Business auf, um halt wirklich am Strand zu chillen und halt automatisiert alles zu machen. Man drückt irgendwie nur einen Knopf am Tag. Und das war damals, glaube ich, die Vorstellung von Online-Business, so 2017, 2018. Und man, Hauptsache, man baut irgendwie eine Liste auf, E-Mail-Liste oder Reichweite halt auf YouTube. Mhm. Aber da hat niemand ans Verkaufen gedacht. Das war halt noch nicht im Markt bekannt, glaube ich, so sehr. Und dann fing das ja auch erst an, jetzt, dass sich der ganze Markt entwickelt. Weil damals hätte, glaube ich, keiner von uns beiden gedacht, als wir mit Business gestartet haben, dass wir halt mal in so einem Turm sitzen in Frankfurt mit Mitarbeitern und nicht am Strand mit einem Laptop und einem Cocktail, also so komplett in die andere Richtung gegangen, aber halt in die realistische Richtung, weil nur das ist ja nachhaltig, was wir aufgebaut haben, und auf jeden Fall. Habt ihr schon Urlaub gemacht? Ja, auf jeden Fall. Das geht jetzt natürlich dank dem Geschäftsführertraining, weil wir haben jetzt Mitarbeiter, die halt auch unsere Workload halt auch abfedern können. Das ist halt auch ganz wichtig. Was sagt so euer Umfeld, so eure Family und so zu der Entwicklung? Was ja schon, ich meine, ihr seid ja jetzt nicht den Weg eingeschlagen, der eigentlich wahrscheinlich so vorgesehen war. Weil ich glaube, ich jetzt nicht gerade irgendwo im CERN Teilchen beschleunigen oder so, sondern. Ja. Ich glaube, für unsere Familien war es so der größte Schock, dass wir halt so jahrelang studiert haben, so einen Abschluss gemacht haben im Ingenieurwesen oder im naturwissenschaftlichen Bereich. Und wir haben dann gesagt, nee, wir machen jetzt was ganz anderes. Und ich glaube, das ist für jede Familie erstmal so ein Schock, weil die wollen ja einen von der Dummheit bewahren. Ja, aber jetzt ist es natürlich auch so, wenn die nicht nur die Fotos sehen, aber auch hier halt das Business, das wir Mitarbeiter haben, das halt jetzt ganz anders wahrgenommen wird, als wir ja noch vor 2-3 Jahren. Also ich denke mal, die sind jetzt super beruhigt, dass alles läuft, dass wir hier schön das Business aufbauen können. Und jetzt war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich sage immer, irgendwann gibt der Erfolg halt so recht, ne? Und dann, du kannst den größten Kritiker überzeugen, wenn du einfach das lang genug durchziehst und es auch läuft. Fertig. Manchmal reicht es auch einfach, einen Kontoauszug zu zeigen.
beruhigt dann wieder. Auf jeden Fall, ja. Für die Rente ist gesorgt, also müssen wir uns keine Sorgen machen. Schauen wir uns mal an, wie der Christo wohnt, wenn es passt für dich. Na klar. Also Sales gelernt hast, ja, und wusstest, okay, ich habe ein Skript, ich weiß, wie Einwandbehandlung geht, weil du es geübt hast mit anderen Teilnehmern. Hast du mit anderen Teilnehmern geübt im Training? Ja, auf jeden Fall, ganz am Anfang auch. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil dann wusste man erstmal wieder, wie schlecht man selber ist, wenn man mit einem anderen geübt hat. Ja. Und dann hat man aber direkt das bei den Kundengesprächen wieder richtig gemacht mit der Einwandbehandlung, weil es immer das Gleiche ist. Ja, weil du dann einfach das gewohnt warst, das zu machen, weil du einfach geübt hast. Ja. Hast du immer diese Trainingssituation gehabt, das heißt, du bist vorbereitet reingegangen und hast auch gar keine Angst mehr vor Einwandbehandlung. Ja. So, und das ist halt ja das Ding, weil du hast dann nicht die echten Gespräche mit den echten potenziellen Interessenten, hast du dann einfach immer geil gemacht, weil die dann auch einfacher sind als die Übungen teilweise, ne? Ja. Weil du einfach ja jede Situation schon mal durchgespielt hast. Das ist wie wenn man bei Super Mario, kennt ihr Super Mario? Wenn man das erste Level 100 Mal gespielt hat, dann überrascht dich nicht, dass da der Goomba auf dich zukommt, sondern du weißt, der kommt an der Stelle zu diesem Zeit und musst A drücken und springen. Und das ist genau das Gleiche beim Sales Call, aber auch im Business, wenn du halt weißt, was passieren wird. Ich ändere jetzt die Sache, dann hat das die Auswirkung. Genau. Es gibt halt so eine richtige Ruhe. Ja. Bin mir nicht sicher, ihr seid ja da schon deutlich weiter. Wie ist das denn bei dir? Kannst du eigentlich noch abschalten oder musst du eigentlich auch immer was tun? Ja, ich kann immer abschalten. Also es ist überhaupt kein Problem. Weil wenn du halt 50 Mitarbeiter hast, kannst du im Prinzip eher arbeiten, wann du möchtest. Mhm. Aber ich arbeite halt gerne, deswegen, wenn ich dann Lust habe, setze ich mich hin, mache ich was die ganze Zeit. Ja. Ich arbeite jetzt auch nicht, überhaupt nicht irgendwie 10, 15 Stunden am Tag oder so. Also es gibt schon mal einen Tag, wo ich halt mir gerne selber einfach ganz viele Termine reinlege, damit ich halt ganz viel gleichzeitig halt abarbeite. Aber ich versuche immer nur Sachen zu machen, die halt sehr, sehr einen großen Hebeleffekt haben. Verstehst du? Damit du dann. Also zum Beispiel, was hat einen riesigen Hebel, die Bewerbungsgespräche selber sich nochmal anzusehen. Mhm, ja. Ja, das zum Beispiel mache ich, oder die Werber angucken, weil du dann sagen kannst, okay, dass vielleicht jemand, wenn ich ihn jetzt in Vertrieb einsetze, bringt er mir in den nächsten Jahrzehnten 50 Millionen Euro Umsatz oder so. Ne? Mhm. Diese Dinge. Oder halt YouTube-Videos drehen, mit Kunden Zeit verbringen, weil immer wenn du mit den Kunden Zeit verbringst, dann siehst du nochmal, was kann man besser machen, was kann man am eigenen Angebot verbessern oder was für Themen sind relevant, die ich auf YouTube vielleicht auch publizieren kann, um diese Basis halt nicht zu verlieren, das ist ganz wichtig. Aber so abschalten im Sinne von, also sobald irgendwie was für mich relevant ist passiert, bin ich halt auch so entweder sofort, bin ich halt sofort da und verfügbar, oder kannst zumindest jemanden anweisen, der dann sich drum kümmert zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gezwungen bin zu arbeiten. Ja. Das ist eine sehr geile Situation, die wir uns da erarbeitet haben. Ja, ja. Weil ich kann halt zum Beispiel, es werden ja immer Entscheidungen benötigt von mir. Das ist eigentlich der einzige Job, den du hast irgendwann. In dem Moment, wo du in so einem Loop drin bist, wo du halt positives Feedback hast, so zum Beispiel das geile, coole Mitarbeiter, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, verdienst Geld dabei, du baust interessante Prozesse, siehst, wenn du was gebaut hast, auch die Ergebnisse daraus. Dann macht es halt, wie gesagt, wirklich das Stück. Ja. Es ist dann wie ein, also Business ist dann auch gefühlt, fühlt sich an wie so ein Hobby. Was du aber gerne machst, hast keine Anstrengung. Ja, es ist ja einfach. Oder wenn du deine Kunden magst, ja, zum Beispiel, weißt du, dann kann ich einfach herfahren, das ist ja jetzt keine Arbeit. Ja. Dass wir jetzt hier auf der Couch sitzen und darüber reden, wie geil unser Leben ist. Ich meine, wir sind zwar sehr erfolgreich alle, aber da gibt es auch noch ganz andere Kaliber da draußen. Ich meine, wir sind ja hier in Frankfurt. Da müssen wir nur auf die Wolkenkratzer gucken und dann sehen wir, können wir uns alle nicht leisten. Warum können wir uns eigentlich keinen Wolkenkratzer leisten, Chris? Warum können wir uns die nicht leisten? Brauchen wir noch ein paar mehr Vertriebsmitarbeiter. Ja, da brauchst du ein paar Vertriebsmitarbeiter, damit du einen Wolkenkratzer leisten kannst. Ja, das ist das. Lass mal hochgehen dann, oder? Ja, jetzt gehen wir nach oben. Wir haben ja das, das ist ja das, was uns auszeichnet, dass wir Sachen systematisierbar gemacht haben, die man nicht systematisierbar machen kann. Soll ich mal ganz ehrlich sagen, 2016, als ich angefangen habe zu verkaufen, habe ich da gesessen und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wie das gehen soll. Wie man ein Gespräch systematisieren soll überhaupt.
Ich fand das so krass, dass diesen Gedanken, dass man das, wie man das jemandem beibringen könnte, dass das immer funktioniert, hat mich total beschäftigt die ganze Zeit, ne? Weil ich es ja selber lernen wollte, ich hatte ja keinen Plan, wie es geht, ich hatte auch keine Ahnung, wie man es macht. Aber für mich ist das ist, normalerweise ist ja ein Verkaufsgespräch komplett zufälliges, komplett zufällig, die ganze Zeit. Ja, wie unser Gespräch ist. Wie unser Gespräch gerade. Du sagst einen Satz, ich antworte da irgendwas drauf. Ja. Du kannst gar nicht damit rechnen. Ich könnte jetzt einfach sagen, hast du Breaking Bad gesehen? Ja. Ja, wie fandst du den Schauspieler? Also, krass, Bryan Cranston, super. Ja, ich wechsle einfach das Thema aus nichts. Das ist 0,0 vorhersehbar. Und da habe ich mich gedacht, wie soll man sowas denn systematisieren können? Ja. Aber dann haben wir es trotzdem geschafft. Mhm. Verstehst du? Ja. Das war so eine komplizierte Aufgabe. Da ist es so eine Qualitätskontrolle. Irgendwo zu implementieren, echt eine Leichtigkeit gegen, weißt du? So, wir haben noch was Leckeres gegessen gerade. Und ja, jetzt machen wir es auf dem Heimweg. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, mal vorbeizukommen. Und wenn du selber jemand bist, der sagt, hey, ich will mein Geschäft auch skalieren, ich will auch eine Firma aufbauen, ich möchte auch gerne mal so ein Büro haben wie die Jungs und Mitarbeiter und so weiter und so fort, dann geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns dann an, wo ihr gerade steht und wo ihr hin möchtet. Haben wir bei euch auch damals gemacht. Wie war dein Erstgespräch bei uns? Das war richtig fix, denn hat die Sophia mit uns gemacht, hat einfach gefragt, wo wir halt gerade stehen, was gerade die größten Problemstellen sind, und dann haben wir direkt das Beratungsgespräch bekommen. Und wie lief das? Das lief auch richtig gut. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Hat uns der Abend einfach aufgezeigt und war einfach perfekt. Also kann man, ohne groß Angst zu haben, so ein Beratungsgespräch sich mal buchen. Auf jeden Fall, genau. So, cool, dann vielen Dank. So, wir fahren jetzt zurück nach Koblenz. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, was alles möglich ist. Die beiden Jungs sind echt cool drauf und wer Interesse hat an dem Thema YouTube, kann auch mal bei denen vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, tragt euch ein auf www.andreasbaulig.de für ein kostenloses Erstgespräch. Wir können uns dann einfach anschauen, was gerade so deine Situation ist, und helfen dir dann eben dein Geschäft weiter zu skalieren. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Markus.